Hallo, hier ist Marc Elsberg und ich möchte heute eine Szene aus Blackout lesen. Wie man sieht, ist das mein klassisches Leseexemplar mit den ganzen Lesezeichen drinnen. Und ich möchte eine ganz bestimmte Stelle lesen angesichts der Lage, die gerade herrscht. In Blackout geht es ja um einen großen Stromausfall, der weite Teile Europas betrifft. Und am Anfang ist es so, dass nur Teile immer wieder da und dort betroffen sind. In Europa und manchen Ländern oder Regionen gelingt es sogar, den Strom wieder aufzustellen und die Versorgung zu gewährleisten. Zum Beispiel im Buch an Tag 2 den Franzosen. Und daraufhin gibt jetzt der stolze Leiter der französischen Stromnetze eine Pressekonferenz im Zentrum in Paris. Zufrieden blickte Guy Blanchard auf die Journalistenhorde, die sich im Pressezentrum des CNES drängte. Er war Kameras und Blitzlichter gewohnt. Zugegeben, der gesamteuropäische Ausfall vorgestern Abend hat auch das französische Netz nicht verschont. Wir möchten uns dafür entschuldigen, dass die Bevölkerung ohne Licht und Heizung auskommen musste. Doch die vielen inzwischen feststellen konnten, ist es uns gelungen, die Versorgung in vielen Regionen innerhalb einer Nacht wiederherzustellen. Damit haben wir eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit der französischen Energieversorgung bewiesen. Ich darf Ihnen die Ereignisse darlegen. Auf dem großen Bildschirm hinter ihm wurde von einem Assistenten die Bildershow gestartet. Das befähigte uns bereits nach wenigen Stunden rund um die Kraftwerke Strominseln aufzubauen, die dann sukzessive erweitert wurden. Monsieur Blanchard, aus dem kleinen Knopf im Ohr drang die Stimme seiner Assistentin. Ohne sich irritieren zu lassen, setzte Blanchard seinen Vortrag fort. Damit sind wir eines der wenigen Länder in Europa, denen das gelungen ist. Monsieur Blanchard, es ist wichtig. Die Stimme in seinem Ohr nervte ihn. Von den stabilen französischen Netzen aus werden wir auch die restlichen Staaten Europas wieder aufbauen können. Beenden Sie die Pressekonferenz. Was? Hatte der Knopf in seinem Ohr gesagt? Beenden Sie die Pressekonferenz. Es ist ein Notfall. Was für ein Notfall? Fragte er sich und sagte zum Publikum, so viel zur Ersten. So viel fürs Erste. Ich danke für Ihr Kommen. Fragen brandeten ihm entgegen. Ohne weiter darauf zu achten, verließ er das Pult und eilte in den Nebenraum. Seine Assistentin empfing ihn mit aufgerissenen Augen. Blanchard fuhr sie an, wenn jetzt nicht mindestens der Präsident da ist, können Sie sofort Ihre Sachen packen. Es ist viel schlimmer, erwiderte sie. Sie müssen sofort nach oben in den Kontrollraum. Was ist denn jetzt los? Jetzt sagen sie schon. Die wissen es nicht. Das ist das Problem. Blanchard nahm den Fahrstuhl. In dem Saal mit den Monitoren und Arbeitsplätzen voller Bildschirme diskutierten die Operatoren aufgeregt. Einige stürzten sich vor dem Computer auf die Tische und starrten in die Bildschirme. Sein Magen sackte in die Kniekehlen. Alles blau. Was zum Teufel ist geschehen? Der Mann, ein erfahrener Mitarbeiter, schüttelte ratlos den Kopf. Alles weg. Bluescreens. Sämtliche Computer. Sieht aus wie ein Totalausfall. Wie? Wann? Vor etwa 10 Minuten. Verdammt, okay. Blanchard überlegte fieberhaft, sie hatten zwar keinen Überblick mehr, aber davon brachen die Netze noch nicht zusammen. Zumindest nicht kurzfristig. Es war, als wären sie in der Nacht mit einem Schiff auf dem Meer unterwegs,
Lichter und Instrumente ausgefallen, aber der Motor lief. Das wurde so lang kein Problem, solange keine Klippen, Eisberge, Untiefen oder schwere Wellen auftauchten. Erst wenn Fehler auftraten, die Operatoren manuell korrigieren müssen, kamen sie in Schwierigkeiten. Einer der Operatoren schwenkte einen Telefonhörer über seinem Kopf. "Ich habe das Operation Center dran", rief er. Dort kontrollieren Operatoren nicht nur den Zustand des Netzes, sondern jene Server, die das Netz steuerten. Bei dem Schiff, das ohne Instrumente durch die Nacht fuhr, begann der Motor zu spucken. Das OC meldet Serverausfälle. "Mister, schicken Sie Albert Procté hin. Sagen Sie ihm, dass ich unterwegs bin. Wenn was ist, ich bin dort erreichbar." Hastig verließ Blanchard den Raum. Im Operation Center erwartete Blanchard Chaos. Ein Blick auf den Monitor zeigte ihm das Problem. Der IT-Chef vom Dienst, Albert Procté, ein jüngerer Mann mit 3-Tage-Bart und buntem Hemd, erwartete ihn mit gerunzelter Stirn. Er zeigte auf die Bildschirme, auf denen neben vielen grünen Kontrollfeldern einige orangefarbene und eines rot leuchtete. Jede Lampe symbolisierte einen der Server, die das Netz kontrollierten und steuerten. Dass der eine oder andere ab und zu ausfiel, war nicht ungewöhnlich. Die Systeme waren redundant abgesichert, für einen ausgefallenen Server übernahmen andere. "Die Ersatzsysteme übernahmen, doch dann fiel auch das erste von ihnen aus", erklärte Procté. Das hieß, eine Schaltstation des Stromnetzes konnte nicht mehr gesteuert werden und wurde deaktiviert. Unter normalen Umständen kein Problem. Dann wurde der Strom in das entsprechende Gebiet über andere Schaltstellen und Leitungen geschickt. Doch jetzt kämpften sie noch mit einem labilen Netz. Einer der Männer im Raum rief Blanchard zu einem Telefon. "Der Kontrollraum!" Blanchard presste den Hörer ans Ohr. "Was ist?" "Wir haben gerade Region 6 verloren", erklärte die Stimme am anderen Ende. Auf den Monitoren vor ihm sprangen währenddessen 3 orangefarbenen Lichter gleichfalls auf rot. Die Steuerungen 3 weiterer Schaltstellen hatten sich eben verabschiedet. "Region 2 wechselt zu gelb", erklärte sein Gesprächspartner aus dem Kontrollraum. "Region 2 und 5 auf rot, 4 auf gelb, jetzt rot. Was ist da los? Wir verlieren wieder das ganze Netz." Dem instrumentlosen Schiff in der Nacht war auch der Antrieb abhanden gekommen. Hilflos trieb es, wohin auch immer. Ja, und was diese Szene natürlich zeigt, dass in diesem Fall bei einem Blackout, aber dass generell in Krisensituationen man nicht damit rechnen darf, dass es sofort wieder vorbeigeht und auch nicht damit, dass wenn man glaubt, dass es besser geworden ist, schon wieder glaubt, okay, jetzt ist es vorbei, sondern dann können immer wieder neue Komplikationen auftreten, die alten Komplikationen zurückkommen, weil in so komplexen Systemen längst nicht alles beherrschbar ist. Und das ist vergleichbar mit der momentanen Lage, in der wir eigentlich sind, dass wir hoffen, dass das bald vorbeigeht und hoffen, dass wenn wir dann sehen, dass die Zahlen der Infektionen zurückgehen, dass man dann wieder zum normalen Leben zurückkehren kann. Wir uns da aber nicht täuschen sollten, dass das ohne weiteres immer wieder noch Rückschläge geben kann oder dass die Entwicklungen halt nicht so schnell sich fortentwickeln in dem Sinn, wie wir uns das wünschen und man deswegen Geduld haben muss und auch weiterhin sich an das halten, was sinnvoll ist in dieser Situation zu tun. Wer wissen will, wie es in Blackout weitergeht, muss natürlich das Buch lesen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Bleibt gesund und bleibt vorläufig zu Hause.